Harry, komm auf, McNeil, Maffei, darf es. Zuerst mal, heute predikten wir die Bundesliga-Saison 2024-25. Ich habe eine Liste aufgeschrieben, dann geben wir jetzt ab, wo ich denke, dass welcher Club landen wird in der Bundesliga-Saison 2024-25. Ich würde sagen, fangen wir mit dem 18. Platz an, und zwar, wie ich schon da auf meinem Blatt Papier habe, glaube ich sehr stark, dass das der FC St. Pauli wird. Weil ich halt einfach glaube, als Absteiger, wahrscheinlich Absteiger, ja, die werden absteigen, ja. Aber noch sind sie nicht abgestiegen. Noch sind sie ein Aufsteiger gewesen, sorry. Kurzer Talkfehler. Weil sie als Aufsteiger in die Bundesliga hochgekommen sind, traue ich denen, zumindest St. Pauli, nicht so viel zu wie anderen Clubs. Ich glaube, dass St. Pauli wieder direkt absteigen wird in die zweite Liga. Und dort auch eine Weile bleiben wird oder halt dann direkt wieder aufsteigen wird und zu einer Fahrstuhlmannschaft wird. Ich glaube aber nicht, dass sich die festsetzen in der Bundesliga. Das glaube ich zumindest nicht. Nummer 17 ist da. VfL Bochum. Weil ich halt einfach vermute, die letzten Jahre waren auch nicht die geilsten, dass die dieses Jahr dran werden, absteigen werden. Aber es ist so eine Sache, die können halt gut spielen noch, können eine gute Saison haben oder können auch scheiße spielen. Die letzten Saison waren alle meistens kacke. Und die können auch eine gute Saison haben. Das ist halt so bei den Vereinen so. Also ich vermute auf die 17, auf die 16 ist genauso ein gleiches Beispiel. Und zwar Union Berlin. Die letzten Jahre gehen alle bergab. Nur, die hatten noch gute Saisons, Europa League, Champions League, so. Ich muss so sagen, die waren auch geil. Sie hatten gute Spieler. Aber ich glaube, dass Union weiter runterrutschen wird. Einfach, weil ich finde, dass die halt einfach personell nicht mehr so gut aufgestellt sind wie früher. Als nächstes kommt da SV Mainz 05. Auch immer so eine Abstiegsmannschaft, der Clownsverein oder Mainzelmännchenverein. Ich vermute mal, dass der Platz 15 irgendwie retten. Auch wenn ich persönlich hoffe, dass sie absteigen. Ist ja auch vielleicht aus der Sympathie zu Lautern und zu minimal vielleicht. Oder bin ich einfach nur ein DFB-Mitglied, das korrupt ist? Nee, das bin ich nicht. Also, DFB, ruft mich an, wenn ihr was braucht. Ich bin dabei. Wann machen wir einen Termin? Alles gut, bin dabei. Ruft mich auf an, okay? Oder schreibt mir eine E-Mail. E-Mail ist unten verlinkt. Wenn ihr Bescheid wisst. Aber machen wir gleich Seite zum 14. Platz. 14. Platz, glaube ich, ist Heidenheim. Weil die letztes Jahr das erste Saison gehabt haben. Und ich glaube, die haben sich jetzt etabliert und bleiben jetzt auch in der Liga. Und schaffen somit halt den 15. Platz. Ne, 14. Platz, sorry. 14. Platz halten sich damit in der Liga im Mittelfeld. Das glaube ich schon, ja. Und als nächstes kommt der VfL Wolfsburg, die Nummer 13. Ja, VfL Wolfsburg, was soll man zu dem sagen? Ist halt ein Dosen, ne, Dosenverein ist nicht, aber ein Plastikverein, weil sie halt vom VW gesponsert wird. Sind zwar anders als der RB-Konzern. Geht, grüße ich ihn raus an RB. Das ist ein Scheiß-Konzern, ist ein Scheiß-Verein, nicht so ganz in Bundesliga-Fußball. Aber leider haben wir sie halt trotzdem. Meine Kamera spielen wir voll rum, finde ich super geil. Aber nee, ich glaube, dass Heidenheim halt Wolfsburg auf der 13 bleibt. Und wisst ihr, was jetzt geil ist? Ich habe mir da jetzt eine Liste geschrieben, habe sich zweimal Heidenheim reingeschrieben. So, jetzt gucke ich nochmal welche nach, welcher Verein ich da zurückgelassen habe. Grüße geht raus an Freiburg. Freiburg würde ich auf die 12 packen. Also das Mittelfeld kann man klar machen. Warum ich jetzt zweimal Heidenheim geschrieben habe, keine Ahnung. Fragt mich wirklich selber nicht, ich weiß es nicht. Sorry Freiburg. Ihr seid mir sympathisch, aber sorry, tut mir leid. Und auf die 11 kommen die Vogelstädter, glaube ich, heißen sie. Der FC Augsburg. Ist die Vogelstädter? Ich weiß gar nicht, ich glaube, das sind Vogelstädter. FC Augsburg. Ja, was soll man zu Augsburg sagen? Ja, schöne Geschichte. Sind befreundet mit SC Austria Lustenau in Österreich. Weil Lustenau selber nichts hinbekommt ohne Augsburg Unterstützung. Könnt ihr schon front an die Lustenau Fans erstmal raushauen. Aber das ist halt, ja, meine persönliche Meinung. Auf die 10 kommt Werder Bremen. Die waren letztes Jahr mehr weiter unten, aber ich hoffe und schätze schon, dass sie jetzt weiter hochgehen. Weil Werder hat es auch einfach verdient, weiter hochzugehen. Grüße gehen raus an den Chef meiner Schule, wo ich war. Der ist Werder-Fan. Ne, Spaß. Also, und auf die 9 würde ich einen weiteren Plastik-Club setzen, wenn wir gleich weitergehen. TSG Hoffenheim. Ich finde halt gerade geil, dass sich die Ultras gegen
den Titel haben. Wer ist der Ho- die, wer ist der schon da? Digga, der Moment, wenn du im Video verkackst und vergisst, wie der Typ heißt. Dietmar Hopp, genau, Hopp, Hoppi, Dietmar Hopp. Da gibt's ein gutes Zitat. Dietmar Hopp, du bist ein Timo Werner. Bitte verklagt mich jetzt nicht, Dankeschön. Nee, aber da, das bin ich, sage ich jetzt, bin ich nicht der Meinung. Aber ich wollte, es gibt dieses Plakat, ja. Dietmar Hopp hat den Verein gekauft und die Ultras sind jetzt gegen Dietmar Hopp, weil sich die da irgendwie bekriegen, dass Dietmar Hopp irgendwie so bescheiße baut im Verein, wie es ausschaut. Und die Ultras halt das nicht feiern. Obwohl der Verein halt nicht da wäre, wo er jetzt ist, ohne Dietmar Hopp. Das ist so eine Sache für sich selbst, okay? Das ist eine Sache, die müssen sich die untereinander klären. Ich sage, auf die 8 kommt der SV, ich glaube SV Holstein Kiel, oder? Nee, die Störche, Holstein Kiel. Ich muss sagen, dieses Präsentation vom Trikot fand ich geil mit Basti GAG. Da haben sich Kiel was einfallen lassen, das mit Basti GAG im Minecraft-Stil kooperieren, oder? Digga, das hat auch nicht jeder Verein. Auf die 7 kommen die Gladbacher, die Fohlen. Ja, ich glaube, dass die Borussia Platz 7 kommen wird, also sich international qualifizieren wird wahrscheinlich, glaube ich. Aber ich glaube, dass sie nicht mehr schaffen, weil der Kader, glaube ich, nicht der Beste ist. Die werden glücklich auf diesen Platz kommen, mehr glaube ich auch nicht. Auf die 6 kommen die Adler, die Büffelherde von früher, die Frankfurter Eintracht. Die schätze ich wie immer so weiter oben auf die 6, weil ich trotzdem glaube, ja, 6 ist möglich. Ich glaube aber nicht weit hinaus, weil da die Konkurrenz doch zu stark ist, also... Komm rein, Frankfurt, ihr genau auf die 6. Und auch auf die 5. Kommt leider, muss ich sagen, unser RB, unser Dosenverein. Mehr will ich dazu auch nicht sagen. Auf Platz 4, der VfB Stuttgart, die Schwaben. Auch befreundet mit Kaiserslautern. Wichtig und richtig. Hey, die werden auf Platz 4 kommen. Hinter Leverkusen, glaube ich. Also, wird klappen. Also, ich glaube, dass der VfB international gehen wird. Auch mit Dreifachbelastung, aber ich glaube nicht, dass sie weiterkommen werden. Vizemeister glaube ich nicht. Und die Nummer 3, wie ich schon gesagt habe, Bayer Leverkusen. Ich glaube, dass der Xabi Alonso, weil er noch 14 so, die Grundstruktur hat er ja noch. Und ich glaube, damit wieder schaffen, weiter oben zu spielen. Ich glaube nicht Meister, glaube ich nicht. Ich glaube, wieder dritter Platz. Und ich würde sagen, kommen wir zum zweiten Platz machen. Komm, wir will. Zweiter Platz. Der BV. Borussia Dortmund. Ich glaube, dass der BVB es nur auf dem zweiten Platz schaffen wird, weil der BVB einfach der BVB ist. Es ist wieder HSV in der zweiten Liga. Sie werden es schaffen bis zum Wintersaison und dann verkacken die so. Wie der HSV machen die das? Endspiel verkacken die halt immer. Ich würde es halt geil finden, wenn meine Kamera synchronisiert. Danke, meine Kamera synchronisiert. Ja, BVB wird es wieder verkacken. Nach Platz 1. Da wird sich jetzt der Johnny, also mein Maßwix, freuen. Auf die 1 kommt natürlich der FC Bayern. Leider. Sagen wir, ich bin der FC Bayern, sollte vielleicht mal nicht doch Meister werden, aber ich vermute mal, dass die Meister werden. Weil halt die einfach den besten Kader und einfach meistens konstant spielen. Also. Ja. Das war's. Das ist die Tabelle, so wie ich sie gelernt habe. Was soll ich dazu sagen? So. Hoff. Ich hoffe, dass es so geht. Und ich habe mit meinem Maßwix geredet. Er hat mich dazu inspiriert, das Spiel zu machen. Es wird dann vergleichen, wer mehr Punkte richtig hat. Und mein Maßwix, ich bin dafür. Wir machen da dann eine Wette. Ich würde gerne wissen, ob du mir zustimmst. Ich habe dein Video noch nicht gesehen. Aber wer mehr richtig hat, zahlt den anderen irgendwas, einen Döner oder so. Was haltest du davon? Deal? Deal? Warte auf deine Antwort. Aber ich würde sagen, das war's mit dem Video. Sag's klar, dann bis dann.